Herzlich willkommen zum letzten Teil unserer PMDG-Reihe zu unserem Flug von Stuttgart nach Hamburg. Und wir sind jetzt quasi gleich an unseren Gates angekommen. Bevor wir dort reinrollen, wollen wir einmal sicherstellen, dass unser Terrain und unser Wetterradar ausgeschaltet ist. Das brauchen wir alles nicht mehr. Unsere Flight Directors brauchen wir übrigens auch nicht mehr. Die können wir auch ausschalten. Und unsere APU ist auch mittlerweile available. Das heißt, wir können dann schon mal die Generators mit draufschalten, dass der Strom für den Flieger dann auch von der APU kommen kann. Und dann ist hier unser Stand 02 Bravo. Das Licht geht aus, dass wir jetzt beim Einparken hier keinen blenden. Und dann müssen wir nur noch der Taxi-Line folgen und unser Fliegerchen einparken. An unserer Parkposition angekommen, setzen wir als allererstes die Parkbremse, dass der Flieger nicht mehr weiterrollt. Und dann können wir die Triebwerke nacheinander abstellen, sofern wir natürlich sichergestellt haben, dass unsere APU den Strom vom Flieger übernommen hat. Engine 1 off, Engine 2 off. Wir recyceln einmal unseren Squawk, setzen den also auf 2000 und auf Standby. Die Kabine darf jetzt aufstehen, die werden also abgeschnallt. Die Anti-Collision Lights gehen aus. Wir schalten die APU Bleed mit dazu. Dass also das Air Conditioning vom Flieger jetzt wieder über die APU läuft. Unsere Hydraulic Pumps gehen aus, die Probes gehen aus. Und unsere Fuel Pumps, bis auf die, über die die APU läuft, gehen auch aus. Damit haben wir den Flieger zumindest mal in einen Turnaround State gebracht. Und jetzt lesen wir, bevor wir das beenden, noch eine Shutdown Checklist. Fuel Pumps sind off except one, Probe Heat. Haben wir hier oben auf Off gestellt. Wenn ihr in den Einstellungen ausgewählt habt, dass ihr Auto-Probe-Heat habt, dann wäre jetzt die gewählte Stellung statt Off Auto. Hydronic Panel haben wir gesetzt. Flaps are up. Parking Brake ist noch on. Engine Start Levers cut off. Und Weather Radar is off. Shutdown Checklist completed. Jetzt können wir ein bisschen Gerätschaften an das Flugzeug ranfahren. Zum einen können wir hier unter Ground Service einmal auswählen, dass wir jetzt hier keine Treppen haben möchten, sondern dass wir eine Jetway haben möchten. Und dann können wir als allererstes die Wheel Chocks setzen und dann einmal eine Ground Power anfordern. Und dann können wir auch hier unsere Jetway anfordern, dass unsere Gäste gleich aussteigen können. Hier könnten wir jetzt auch noch Water Service und sowas anfordern. Und unsere Loader, die das Gepäck ausladen, können natürlich auch schon mal mit ihrer Arbeit beginnen und so haben wir dann den Flieger zumindest in einem guten Turnaround-State. Wenn wir den Flieger jetzt noch ganz ausschalten möchten, dann ist es wichtig, irgendwann die APU mal auszumachen. Dafür brauchen wir natürlich eine andere Stromquelle. Wir nehmen natürlich jetzt unsere Ground Power Unit. Dann geht die APU schon mal aus. Unsere Packs bekommen jetzt ja eh keine Luft mehr, die können wir also auch ausschalten. Die APU Bleed können wir ausschalten. Unsere Probe Heats gehen aus. Unsere Inertial Reference Systems gehen auf Off. Dann gehen die No-Smoking-Signs aus, unsere Emergency-Exit-Lights können wir ausschalten, die einzig verbleibende Fuel-Pump können wir noch ausschalten und dann lesen wir noch eine Securing-Checklist. IRS ist off, Emergency-Exit-Lights sind off, Window-Heat ist off und PECs sind off und dann ist die Secure-Checklist completed. Jetzt bleibt nur noch eins zu tun, nämlich einmal die Batterie auszuschalten und die Ground Power auszuschalten und schon ist es still im Flugzeug und der Flieger ist im gleichen State, wie wir ihn vorhin in Stuttgart übernommen haben. Damit haben wir unsere wunderschöne Germania 737 sicher von A nach B gebracht und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was dazulernen. Ich hoffe, diese Videoreihe hat euch gefallen. Ich würde mich sehr über Feedback in den Kommentaren freuen. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen für die Zukunft und für weitere Videos habt, lasst es mich gerne wissen. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne bei einem erneuten Video oder in einem der Twitch-Livestreams wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und always Happy Linux!